Das ist das neue. Das ist die neue Ansage. Oh, Moment. Ich bin's hier gleich weiter. The 53rd Hammerhead to secure an NTF depot in the Deneb asteroid belt. Six Sentry guns are positioned around the depot and Rebel freighters are now moving the cargo out of the area. The NTF has gone through a lot of trouble to hide these materials. Ja, das ist die neue Ansage für also we have no recommendations ist die neue Entsprechung für your performance was excellent, we have no recommendations for you. Ich krieg nur leider kein Lob mehr dafür. Weiter geht's. Alpha 1, your mission is to seek and destroy all targets of opportunity, including freighters, cargo and sentry guns. Beta Wing will scan the cargo. Recon sighted a wing of Lokis guarding the depot, so prioritize these bandits. Gut, also wir sollen alles zerstören, was da rumfliegt. Ja. Machen wir. Do not underestimate the importance of this mission, pilot. A depot raid won't win you any medals, but it can be just as vital as taking down a cruiser or corvette. We must sever rebel supply lines if we want to achieve a decisive victory. Jo. Also ich soll mich nicht drüber ärgern, dass ich hier nur irgendwelchen Quatsch abschieße und keinen Frachter, sondern Quatsch, keinen Kreuzer. Das ist genauso wichtig. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Aber jetzt gehen wir mal in die Ship Selection. Gut, wir können unseren Myrmidon nehmen. Ah, ist ein hübsches Ding, ne? So, Weapon Loadout. Da haue ich mal die scheiß Rock Eyes raus. Da bin ich halt nicht so Freund von. Und hier kann ich übrigens auch noch den Akitan Disruptor nehmen. Was, jetzt schon? Ich wusste gar nicht, dass ich den jetzt schon nehmen kann. Aber ich bleib bei Zubak. Es ist ziemlich praktisch, die Zubak HAL. HL7, die hier, die haben ziemlich ausgeglichenen Schaden, also sie machen ausgeglichenen Schaden auf Hülle sowie auf Schild. Und deshalb habe ich da immer gerne zwei dabei, das ist gar nicht schlecht. Natürlich gibt es später bessere Waffen, aber für den Anfang reichen die. So. Okay, Alpha Wing, let's take out the fighters and freighters. Alles klar. Nein! Verdammt! Ja, ich, obwohl ich keine Schilde habe, sollte man trotzdem nicht kollidieren. Oh, der ist auch schön auf Kurs. Ach, das ist ein Sentry Gun, alles klar. Ich dachte schon, wäre was Schlimmes. Der Frider schießt auf mich. Die Frontschilde verstärken hier. Gut, der ist Geschichte. Ah, das Ding auch. Stirb! Ah, Hilfe! Was? Shield? Huch. Negative Beta. Command will not risk recovery in that asteroid belt. Okay, also wir sollen die. Wir wollen die nicht mitnehmen, wir machen sie kaputt. Problem an den Teilen ist nur, die sind ziemlich schwer zu zerstören. Und ich mache mal hier eine dritte Geschwindigkeit. Ach, und da geht's auch schon wieder los. Lokis, die kennen wir ja auch noch. Gute Freunde von Erik, soweit ich weiß. Wow. Nicht schön. Der hat es jetzt auf mich abgesehen. Mache ich mal Matching Velocity. Aber offensichtlich haben es meine Freunde auch auf den abgesehen. Da ist wird ziemlich kurzer Prozess gemacht. Komischerweise, wie man sieht, bringen Wingmen sogar mal was in diesem Spiel. So, zwei Drittel Geschwindigkeit würde gehen. Die Tempests sind ja entgegen aller Erwartungen, sind sie wirklich sehr starke Gefechtsköpfe. Das sieht man wirklich. Er hat mich trotzdem getroffen. Nicht so doll, wie er gerne gehabt hätte, aber immerhin getroffen. Ich muss die Mausempfindlichkeit doch wieder hochstellen. Ich hatte die zwischendurch ein bisschen runtergestellt, weil der Jäger eigentlich so empfindlich ist. Das ist ein Raumüberlegenheitsjäger. So, mach ich mal die Schilder ein bisschen hoch. Damit die wieder aufladen. Hold on, Alpha. Long range sensors are picking up another hostile target 3 kilometers from your position. I'm reading nothing here, Command. We're detecting a faint EM signature from one of the asteroids. Transmitting coordinates now. I'm still not getting a clear reading. Sieht interessant aus. Guck mal, das ist doch kein Asteroid. There should be a flashing red blip on the radar screen of your HUD. Maneuver your fighter until this blip is centered in the radar. This will point you in the right direction. Ah, Quatsch. So, mal gucken. It's a large asteroid, Command, with some kind of structure built into the surface. Das
ist ja komisch. Ja, mache ich auch. Also, abgesehen davon, dass ich da mit fast Vollspeed ranfliege, plus die dich natürlich mit Caution. Ich kann es auch nicht anvisieren. Ne, nur die Asteroiden. Oh, ich hab den kaputt. Hui! Oh, Laser Turret. Gut, machen wir mal. Kommen wir mal drauf. Au! Arschloch. Schön Frontschilde reinballern. Ja. Oh, 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 oh. Nö, Leute, ohne mich. Ohne mich. Moment. Ja, ich kümmere mich mal um die Fighter hier, ne? Das ist mir lieber. Och, toll. Ey, sag mal. Huch, ich kopiere schon wieder, der Maus kommt, ey. So. Ja, gut, der Rollocker konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Oh, da ist Bosch drauf. Das ist ja der Chef. Hm. Oh, was passiert jetzt? Ja, nee, ich greife das Ding nicht an mit den scheiß Laser-Turrets hier. Holt mal wirklich die Bomber. Das ist schon besser. Haben wir noch andere Feinde? Nee. Oh, doch. Ich bin jetzt nicht dafür geeignet, das Ding auseinanderzunehmen. Aber guck mal, das Ding hier können wir mal kaputt machen. Das sieht doch cool aus. Gut, die Rakete haben wir, glaube ich, geschafft. Hier, Loki. Komm her. So. Was waren meine Objectives? Wie rufe ich meine Objectives auf? Ah, mit F4. Destroy Rebel Installation. Ja, ja, kriegen die schon hin, die anderen, ne? Habe ich jetzt nicht so Lust drauf, muss ich mal sagen. Was hätte denn hier schönes? Laser Turret. Können wir mal drauf schießen. Was, breaking apart? Ihr seht hier unten in der kleinen Grafik unten links, dass da gerade was abgefallen ist. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand, wenn das hier kaputt geht. Hier Beam Turret, das sind die Strahlengeschütze, von denen ich geredet habe. Was macht das denn? Was? Subsystem. Engine 1. Engine 2. Engine 3. Wow. Was ist das? Ja, das rammt mal eben so ein Asteroiden weg, ist klar. Hm. Hä? Also auf jeden Fall war da der Führer der NTF drauf. Das hätte ja niemals zerstört. Ja, oh. Ja, gut. Na, hoffentlich sagen sie mir noch, was das war. Ist ja komisch. Ein Asteroid, der auseinanderbricht? Also ein als Asteroid getarntes Schiff? The hidden base and the shielded cargo units only compound the mystery of the Admiral's agenda. Under the circumstances, there was nothing you could have done to stop the escape of Bosch's command frigate, designated the NTF Iceni. Ja, will ich auch hoffen, dass ich da, dass ihr das auch akzeptiert, dass ich da nichts tun konnte. Ja, no conditions. Okay, nächste Mission. Intelligence has tracked Admiral Bosch's command frigate, the NTF Iceni, through subspace. We have vectored its course to the Sirius jump node. The 53rd is being scrambled to seek and destroy the Iceni before it escapes Deneb. We have pre-assigned your loadout, and your fighters are now standing by. Report to the flight deck pronto. Okay. Also ich kann mir nicht selber aussuchen, welches Schiff ich nehme und welche Waffen. Gut. Das ist auch wieder eine ziemlich, das sind ziemlich klare Anweisungen. Dann werden wir mal
die Iceni zerstören. 2 Kilometer. Und ich bin 5 Kilometer weg gewesen. Es ruckelt jetzt zwar ziemlich viel, aber so behalte ich meine höchste Geschwindigkeit ziemlich doll bei. Ziemlich gut bei, wie ihr seht. Als wenn ich länger aufladen lasse. So kann ich am schnellsten fliegen. 69% hat sie noch. Ah, da muss ich doch was machen lassen. Was hat der denn hier? Engine. Ja, da kann ich ja nichts machen. Request a status break command. What the hell is going on here? You're out of line, pilot. Out of line? I don't think so. We're risking our lives out here. We deserve a straight answer. You can discuss this at your debriefing. We now have reports that rebel vessels are heading for the jump node. Stand by for mission update. Gut, dann machen wir halt andere Rebels kaputt. Command let Bosch escape. Aber 5 Kilometer? They pulled the blockade. They gave us the wrong coordinates. There's no other explanation. Why would they let him go? You tell me, pilot. I'm informed on a need-to-know basis. Stand down. We're on your side here. Why did we attack the Iceni? Why did we destroy that cargo? I can live with being a pawn if the game makes sense. Ja. Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen verwundert, was das soll. Dass wir hier 5 Kilometer weit weggesetzt werden, ohne auch nur annähernd eine Chance zu haben, das Ding kaputt zu machen. Das verwundert mich doch sehr. Da muss ich dem Pilot mal ein bisschen zustimmen. Und es soll ja wohl angeblich auch eine Blockade hier sein, eigentlich. Und da war ja nichts. Oh. Oh oh. Ah, lass mir Ruhe. Hilfe. Ja, on your six, ich weiß. Okay. Wow, 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 wow. Jetzt hab ich dich. Ah, verdammt. Ah, Hilfe. So, da kommen schon wieder neue Freunde. Ich werde mir die Rocker reinmachen. Auf die Entfernung, glaube ich, doch besser. Oh. Ja, ihr seht, im Ausweichen bin ich jetzt nicht so der Beste. Oh, ich muss die Mausempfindlichkeit herstellen, ganz dringend. Das mache ich dann demnächst mal. So, ah, komm. Ja, das sieht gut aus. Ah, ihr seht, ich bin kein guter Schütze. Meine Fresse. Sehr schön. Ich habe doch noch mal was geschafft. So, und jetzt schnellstmöglich den Transporter ausschalten. Dann nehme ich mal wieder Tempest. Und Tempest im Doppelfeuermodus. Uah, nicht zu nah. Sehr schön. Schön auseinandergenommen. War es das jetzt? Command? Hallo. Command. Okay, wir müssen also noch Flieger hier, gegnerische Jäger zerstören. Was ist das denn? Was? Two NTF cruisers have jumped in. The NTC Glorious and the NTC Impervious. They are heading for the node. Eliminate the fighter escort pilots. We'll deploy the Samtic to handle the cruisers. Those cruisers have anti-fighter beams with an effective range of 1500. Ah, ja, genau die Dinger meine ich. Die haben Strahlengeschütze gegen Jäger. Ziemlich böse. Oh, gut, dass ich Wingmates habe, die man gebrauchen kann. Komm, beweg dich. Ach, Lokis natürlich sind sehr wendig. Aber ich glaube, ich habe den Raketen ganz gut getroffen gerade. Ah ja, der war schon wieder auf dem Weg zu mir, die Drecksau. Hier, diese Dinger, ja. Wenn du von denen getroffen wirst, dann kannst du einpacken.
Dann kannst du nach Hause gehen. Oh, die haben gesessen, die Raketen. Ich versuche mal, so ein Teil kaputt zu machen. Das Problem ist auch bei diesen Dingern jetzt hier. Wow, Hilfe. Au, Hilfe. Die, also jetzt in diesem Spiel machen die Antriebe Schaden. So, es sind nur noch die beiden. Das lasse ich mal die Plantik machen. Da werde ich mal nicht intervenieren. All fighters form on my wing. Hier, die Plantik macht das ganz gut. Ja, jetzt, sie macht das auch nur mit Anti-Fighter-Cannons, wie ich sehe. Also die richtigen Strahlgeschütze setzt sie nicht ein. Aber die kleinen Anti-Fighter-Cannons reichen auch locker aus. Das ist ja nur ein Fenris. Der ist jetzt nicht mehr so der stärkste. Sind die anderen eigentlich bei mir? Ja, das ist typisch, typisch anderer Jäger. Wow, Hilfe! Trümmerteil von dem alten Fenris. Tja, ach, jetzt sind sie auf einmal da. Na Mensch, Jungs. Schön, dass ihr auch, dass das auch geschafft habt. Wie, ich bin schon rot angezeigt? Ich bin schon Hull Integrity 49%? Naja. Hier seht, was hier auch an Raketen gerade kommt. Ja. Erstaunlich. Und damit ist die Impervious zerstört. Mit den Zerstörern in Free Space 2 sollte man sich auf gar keinen Fall anlegen. Also auch als Jäger. Ja, selbst wenn man. Man hat es zwar manchmal geschafft, als Jäger einen Zerstörer kaputt zu machen, wegen, weil der ja nur diese Laser-Turrets mit den Blubs hatte. Admiral Bosch's command frigate reached the Sirius jump node. Aber gegen die Strahlenkanonen kann man nichts machen. No explanation either on or off the record for what happened out there. I assume we'll be informed on a need to know basis. Good job neutralizing those fighters and freighters. You've served the 53rd Hammerheads well. Your performance in this last mission proves you have what it takes to be an ace pilot. I've recommended your transfer to the 107th Ravens. They lost many good officers in Deneb, and they could use someone with your talents. They're a top-notch unit. I know you'll make us proud. Good luck with your new assignment, pilot. Command has ordered the Aquitaine to return to the Capella system. Admiral Petrarch will address the crew at 0630. Na, ah, wir werden jetzt also in ein anderes Geschwader verlegt. Die 107. Ravens. Vorher waren wir bei den Hammerhain, bei den Hammerheads. Bei den 53rd war das, glaube ich. Genau, und wir können also ein Ace-Pilot werden. Mal gucken, haben wir Recommendations? We have successfully completed this mission. Ja, weiß nicht, vielleicht. Was für Statistics habe ich? Bestimmt voll schlecht. Total Kills 5. Boah, guck mal, wie gut ich bin. Ja, ist gut, danke.